Was also Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Tales of Graces F. Stubenrast steht an, mal gucken, wie es läuft. If Dad thinks I'm gonna stay in here, he's crazy. No door can hold me back. I'll just tweak this wire here. And turn it like this and still locked. Well, crap. I really wanted to see the Capitol. I might have been able to find someone who knows about Sophie. You called that, though? Sophie? What are you doing out there? What's the Capitol? Well, the Capitol is the biggest city in the whole kingdom. There's lots of people there, so I thought one of them might recognize you. That's why I want to go. I want to go, too. Oh? Well, all right then. Let's sneak out of here and go together. Quick, open the door. It won't open. Damn. Now what? Alpha, move away from the door. Huh? Okay. Yeah. Holy cow! It's open. It didn't open. You broke it down. Well, whatever. But we better go. The whole manor probably heard that. Okay. Dann auf zur Hauptstadt. Ein weiter Weg erwartet uns, bei dem wir einiges erleben werden. Und ich merke dann doch schon, das Ende der Kindheit, das lang ersehnte, kommt schon bald. Ich bin doch schneller, als ich dachte. Ich dachte so paar 10, 14, 10 nicht. Also 14 so rum wird's sein, aber wir sind jetzt gerade mal im Part 7. Na gut, Part 6 hatte jetzt auch Überlänge. Muss man ja sehen, und Part 2 auch. Mit Überlänge-Parts kann man dann anders rechnen, das ist klar. Aber ansonsten, wenn man die zwei zusammenrechnet, hätte ich trotzdem gerade erst Part 8. Mhm. Die Überlänge, die sich daraus ergibt, ist nämlich gerade mal jeweils ein halber Part. At max, maximal. So, ich lasse die Monster trotzdem erstmal Monster sein, auch wenn wir hier schon, naja, noch nicht so waren. Gegen den kann ich kämpfen, der ist nämlich neu. So eine kleinere Version dieses komischen Hybern oder was wir da hatten. Da musste ich gerade wieder aufstoßen. Super. Eigentlich gar nicht. Wow. Oh ja. Tja, und weiter geht's. Unten müssen wir nicht lang, wir müssen oben lang. Um dann zur Hauptstadt zu kommen. Über die Brücke. Ich glaube, diesen Gang werden wir auch öfters machen. Ja, den werden wir öfters machen. Und dann nehmen wir Kernstaub. Staub, von dem es heißt, es... Au, mein Fuß. Er werde von einem besiegten Geist zurückgelassen. Wer hat hier denn einen Geist besiegt? Also bitte. Eine neue Attacke von mir. Nun weiß ich gerade nicht, welche. Oder ob ich sie beim letzten Mal überhaupt hatte. Hm? Ja, friss mich ruhig an. Hat ja sehr viel genutzt. FP plus 10%. Teeblätter und Fell erhalten. Und weiter geht's. Gut, hoch müssen wir. Ihr seht es auf der Karte, das blinkende Symbol. Das ist noch nicht mal die Hauptstadt, oder? Nee, das war doch noch nicht mal die Hauptstadt. Das war doch gerade mal der Hafen, zu dem wir jetzt hin müssen. Soweit ich weiß. Hey. Au. Lass mich erstmal ein paar A-Arts sammeln. Dann können wir loslegen. Oder wir überlassen alles ihr. Fellonamenloser Samen erhalten. Ja, sie hat ganz schön Wumms drauf. Das muss man auch sagen. Oh ja. Aber wer ist jetzt Tietz? Oh, ich wollte hier eigentlich abwehren, aber der Side Dash hat alles kaputt gemacht. Wieder Fell erhalten. Warte mal, Feueraktivität oder sowas habe ich. Ja, keine Ahnung. Verteidigungsrückständische Aktivität oder was? Hm. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir sehen auf jeden Fall, wir haben noch einen weiteren Weg vor uns. Denn links gab es auch nicht, rechts gab es auch nichts. Are you tired, Sophie? No.
You're really strong for someone so quiet. If I'm strong, I can protect you. Wait, what? No, that's not how it works. I can't be protected by a girl. That's embarrassing. I want to protect you. Okay, how about this? We'll race to that house over there. Whoever wins gets to protect the other person. Deal? No one can outrun me. Ready? Go! You're really fast. I win. Now I'll protect you. Oh, I can't believe it. I was supposed to win. I'm supposed to protect you. Next time, I'm gonna win, no matter what. Ganz sicher. Nun gut, weiter geht's erstmal. Ich glaube, in der Hütte hätten wir noch eine Truhe kriegen können, aber die interessiert mich gerade nicht so sehr. Tut mir leid. Ich will gerade irgendwie ein bisschen vorankommen. Das ist ja Vorankommen-Rausch, deswegen umgehe ich sogar den Gegner. Meine Güte. Ich skippe hier alles. Leuchtet da was? Nö. Nö, da leuchtet nichts. Ist auch kein Datenfragment, aber da. Ein Apfel. Äpfel sind köstlich. Das müssen wir, ist alles, was wir darüber wissen müssen. Und dann hier eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. 300 Gold, Galt erhalten. Die galten also mir, die Galts. So, jetzt sind wir doch schon fast in der Stadt. Ach ja, bei der hatten wir noch was. Entdeckung. Windorkühe. Und Milch von Windows glücklichen Kühen. Mild und nicht zu süß. 10 von 10 auf der Nährstoffskala. 3 Stück erhalten. Yippie. Cows sure do make some really weird noises. Moo! Ow! Hey, take it easy, cow! Oh, you wanna play? Let's go! Gah. 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 Damn it! I lost! Was it fun? What? You asked the cow to play with you. Just don't tell anyone about this, alright? Okay. But why were your noises weirder than the cow's? No one asked you! Aber so eine ähnliche Frage hat sich auch in meinem Kopf geformt, muss man schon sagen. Okay. Hier unten haben wir wieder einen Teddy, der gegen den Zaun läuft. Ich glaube, der wird dann auch nicht gegen uns laufen. Wenn er schon gegen den Zaun läuft, was will er dann an Wegfindung bitte schon gegen uns ausrichten? Haben wir hier noch was gehabt? Nöp. Hier oben? Nöp. Dann glaube ich, gehen wir mal runter. Und dort sind wir beim Hafen. Eines meiner Ziele, die ich erreichen wollte. Yippie! Und da. So wollte ich sagen. Okay. Hey, looks like you's got an apple and a gel seed, yeah? Then let's get dualizing. Dualizing? It's where you makes an item by combining these things we call materials. Can I really do that? Sure. Just talk to one of us turtles, or else hits the shops in town. But you's gonna need this first. It's a dualize book. We have to read? Aw, what a pain. Lazy, eh, kid? Well, no worries. I'll teach yous. Well, all right. Now you just copy everything's I does, yeah? You got it! Hey, don't be copying how I talks.
Man kann bei jedem Händler dualisieren, man braucht nur zwei Gegenstände und zack geht's ab. Sagen wir mal Kernstaub. Geht nicht mal. Fell. Hä? Was willst du denn dualisiert haben? Hallo. Hauptsache, ich darf nichts dualisieren. Hä? Aber das hat doch... Habe ich nichts? Aber ich kann gar nichts machen. Hä? Oh Mann. Mein Mikro hat's verdeckt. Das soll ein Apfel sein? Mann, bin ich dämlich. Okay, und Gummisamen. Und jetzt machen wir einen Apfelgummi. Yippie! Haben wir Apfelgummi hergestellt. Dualisierung bietet 1000 Möglichkeiten. Man kann kochen, Ausrüstung herstellen oder Gegenstände produzieren, um Geld zu machen. Da war meine Stimme gerade komisch. Probieren geht über Studieren, klar? That's it? That was easy. You's got talent for such little tadpoles. Hey, don't treat me like a kid. Ich mag dieses ganze Dualisieren-Zeug irgendwie noch nicht und ich habe da auch noch nicht so richtig durchgeblickt, muss ich auch sagen. Na gut, ich gehe einfach aufs Schiff. Das ist der Anleger für die Fähre zwischen Barona und dem Hafen von nach Barona. Ihr Kinder dürft vergünstigt reisen für 10. Möchtet ihr an Bord gehen? Ja, klar. Wir legen kürzer ab, das macht 10 Galt. Is this your first boat ride? I don't know. But I'm nervous. My heart is fluttery. It happened as soon as I saw the capital. I'm too excited to be nervous. You are? Yeah, I mean, wouldn't it be awesome for you and me to jump in a boat and sail around the world? You and me? Well, other people could come, like Hubert and Sharia and maybe even Richard. We'd have so much fun, you'd forget to be nervous. And then we could sail around and try to recover your memory. That sounds nice. Hey, we're almost to Barona. Boy, are Hubert and Richard gonna be surprised to see us. Und damit beginnen die Orientierungsprobleme. In dieser Stadt habe ich immer so Probleme gehabt, mein Ziel zu finden. Da sind wir also im Hafen und ich habe gerade überlegt, wo wir jetzt hin müssen. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Okay. Da bin ich da lang gekommen. Da bin ich. Können wir jetzt da lang gehen? Warum rede ich so komisch? Ich weiß es nicht. Barona, der Ursprung des Windes. Man, this city is huge. It's nothing like life back in Lont. Asbel? Sharia? What are you doing here? I came here to see a doctor. I should have known you couldn't stay away, Asbel. So what are you doing here anyway? I'm looking for someone who might know Sophie. But I also might swing by the Knight Academy. Oh, and I'm definitely gonna visit Richard. He's the prince, Asbel. You can't just waltz into his castle and start yakking away. Sure I can. That's why he gave me this. A
ring? Not just any ring. This ring proves I'm Richard's friend. Come on, follow me to the castle, and I'll show you what this baby can do. Auf zum Schloss. Genau, da mussten wir jetzt hin. Und guck mal. Da ist die, von der ich mir gesagt habe, wir werden sie wiedersehen. Und sie hat keinen Küken dabei. Hast du es gegessen? Window ist sowas von schön. Das Wetter ist gut. Es gibt viele Natur zu bewundern. Viele Natur vor allen Dingen. Ich komme aus Strata. Aber die Reise hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ich konnte gerade nicht lesen, deswegen die komische Stimme. Ja, die andere kam auch aus Strata. Du bist die andere. Du hast das Küken gefressen. Gib's zu. Die Stadt war... Nein, das Schloss war... Nicht gleich hier rechts. Nee, ich musste hier hoch. Ich musste hier hoch. Genau so war das. Schlossbezirk. Dann links in den Seitengang hoch, den ich erst nicht gefunden habe. Genau, treff dich mit Richard. Hier lang. Mit dir sprechen. Ich habe alles versucht damals, außer mit dem zu sprechen. Und jetzt spreche ich mit dem. Hey, Mr. Guard. Check this out. That's the Princess Ring. You must be Asbel. The Prince told us to expect your arrival. Wow, it really worked. So, is Rich... His Highness busy? I'd love to chat if it's not too much trouble. I hope he has time. His father was pretty sick after all. I shall inquire after His Highness. In the meantime, perhaps you could wait somewhere less conspicuous. I suggest the square with the Valcanus Creus. It's a central location and easy to find. Besides, the Valcanus Creus itself is well worth the trip. You don't see a hunk of Creus that large just anywhere. Sounds good. We'll go wait there. You heard the man. Let's head to the square with the Valcanus Creus. Mit anderen Worten, zu einem großen grünen Kristall, was man hier überall in dieser Stadt sehen konnte. Der Kristall aus dem Titelbildschirm. Der dort. Genau hier. Wow! So this is a Valcanus Creus. I never imagined it would be this big. This thing is even bigger than the windmills and lot. It's nothing like any Creus I've ever seen. What's its proper name again? Glow something? Glowandi. It means the Green Mother. Hey, Richard! Sorry I'm late, Asbel. Sophie? Sharia? It's good to see you again. Should you really be walking around by yourself? It's okay. I think you brought a friend. Ah, gotcha. The Valcanus Creus is both our kingdom's symbol and the source of her prosperity. It's our most treasured possession. But enough history. I'm pleased to see you all again. And so, how's your father doing? He's going to be all right. That's great news. Wenn ich mich übrigens verdrücke und etwas schnell drücke, dann ist das wirklich bloß aus Versehen. Yes, although, well, he's recovering. That's the important thing. So, what's your plan? Oh, I don't know. Maybe wander around town, see the sights? That sounds fun. You should come. I don't know. That could be a bit tricky. You don't want to come with us? No, it's just... he's a prince, you know? Well then, we'll just have to make him our honorary big brother. That's one way to go about it. Come on, let's take our new brother Richard out on the town.
Asbel, people are going to notice if you're wandering around with a young man named Richard. Oh, right. So, what should we call him? Tiger Festival. That's perfect! These two are really something. Please forgive them, Your Highness. It's fine, Sharia. I love it. From now on, I'm your big brother, Tiger Festival. Sweet! I've always wanted to have an older brother. Our older brother, Tiger Festival. Exactly. Now, why don't you let me show you around the capital? First, there's a special place I want you to see. It's my way of thanking you for our good times in Lont. We'll go through the North Gate and follow the road for a little bit. Where exactly are we going? Don't worry, you'll see. Wait a minute, I don't know about... Hey, hold on, wait for me! Erst im nächsten Part. Die Gruppe besteht nur aus Richard und... schmiedet hier einen Segens- und Heilbund mit dem Wind. Was auch immer das bedeuten mag. Entdeckung. Genau. Und das. You know, the Aelith from the Valkanus Creus is what turns the windmills in Lont. Oh. Okay, fine. That bores you too. But did you know that humans and monsters are made of almost the exact same stuff? Hmm? Are you talking about the fact that all biological organisms have nuclei composed by the fusion of Aelith? Wait, what? Come on! Even Hubert doesn't know what all that means! Then, how do I know it? How should I know? But you'll probably remember soon enough. Now let's get moving, okay? Who am I? Das frage ich mich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall im nächsten Part von Let's Play Tales of Graces F. Überlänge! 23 Minuten bis mich... Oh, bis zum nächsten Mal.